Weil man, man hat ja gedacht, dass, dass die Pendel sammeln wird, komplett. Ja, aber es gibt nur eine, nur eine. Echt schlechte Kalkulation. Das Risiko eines Händlers. Oh, hey, da, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem Video zu dem neuen Asphalt Pack 8. Asphalt Pack 8! Da sind ein paar Karten bekannt geworden. Und die Jungs schauen sich die mal heute genauer an. Ja, also Asphalt Pack 8 ab jetzt verfügbar. Auch hier im FD München. Auch bei überall. Ja. Bei jedem Turnier, samstags. Schaut genau vorbei, wir sind dort. Richtig geil. Lohnt sich, ich denke, das lohnt sich. Seit langem wieder echt ein gutes Pack. Ja. Es gibt drei geile Ultimates. Und zwar haben wir einmal MST. Einmal Phoenix Chain, auch sehr, sehr beliebt. Und was hier nicht drauf ist, ist Trishula. Es sind die drei Ultimates. Ich denke mal, die werden schon einiges geben. Schauen sehr geil aus, zumindest auf dem Bild jetzt. Ja, schauen wir mal, wie sie in echt ausschauen. Ich denke, noch geiler, noch krasser. Ja, dann noch ein paar Super Rares drin. Kommen wir zu den Super Rares. Bei den Super Rares ist eigentlich ein Spirit Beast Monster. Einmal Loose One Turn Super Rare. Yes, für ihn hier. Unser Leiter hier braucht drei Stück. Wir brauchen für das Turnier. Für alle BA-Fans, Kraft ist drin. Ja, nach Skam, die nächste Super Rare, genau, richtig geil. Schlecht. Das ist, nein, das ist BLS Nummer 2. Okay. Die Effekte kennen wir nicht, aber wenn ihr die lesen wollt, schaut auf UE Network nach, ja, da ist es schon drin. Genau, kommen wir zu der Zauberkarte, das ist für unsere Tati hier. Yes man, Cosmo einmal Town. Die Cosmo Town in Super Rare. Dann haben wir einmal diesen Toon. Kappen gegen 8 Euro, jetzt kommt es in Super Rare raus, leider. Jetzt kommen wir zu Instant Fusion in Super Rare. Ja, ist halt ein bisschen schade. Ja, ist die Frage, ob sie noch länger bleibt oder nicht. Ne? Genau, Book of Eclipse, da ist halt, ja, kann man schlecht. Eventuell auch spielen. Das ist nicht schlecht. Ja. Da haben wir noch die drei Karten noch. Drei Comments. Ja, ich habe schon gehört, dass das schwarze Horn durch Rumi gekriegt hat. Ja, Black Horn of Heaven. Kinkabayo. Ah, Kinkabayo ist dieser Einser. Safe Zone. Genau. Die Weiße weiß ich ja nicht, ob sie so gut ist, weil nach dem neuen Ruling kann sie nur noch eine Spezialbestellung geben bei der Pendel Summit. Deswegen ist sie nicht, die war halt nicht relevant, auch von einem Gefühl. Ist halt dabei. Gut, Safe Zone. Ich denke, das sind halt auch jetzt, glaube ich, die besten Summons, die hier, glaube ich, vorgestellt sind. Sind natürlich auch noch mehr drinnen, ja, aber weiß man nicht, welche das sind. Bei den Super Rares weiß ich nicht, ob da auch noch andere Super Rares drin sind, aber das sind auf jeden Fall auch jetzt die besten, jetzt sag ich mal. Man muss ehrlich sagen, jede Karte echt spielbar, richtig spielbar. Ein Super Rare eh geil, als besser als Kamen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Karten. Hoffe, ich ziehe irgendwas Geiles, ja, so ein MST oder so, ein Phoenix Chain in Ulti, ist sehr schön geil. Ja, Astral Pack 8. Astral Pack gefällt mir viel besser als Astral Pack 7. Ja. Weil davor war ja nur Castell und Gaia drin. Also ich brauche auf jeden Fall Phoenix Chain und dreimal MST. Also es lohnt sich für mich jetzt öfters hier FD zu spielen. Kommt her, ja, Mann, spielt alle Turniere, holt euch die Karten ran. Wenn ihr Glück habt, zieht ihr gute Karten an. Genau. Und mit Blues on Turn könnt ihr gegen das Meta bestehen. Ich brauche die Karte dreimal. Es ist halt merkwürdig, dass sie so schnell reprintet wurde, obwohl sie erst vor kurzem rausgekommen ist. Das Gute ist ja auch noch, ich habe vor kurzem erstmal ein paar Newsmotoren mit losgeworden. Hatte echt Glück gehabt, dass sie jetzt in Super Rare rauskommt und habe kein Minus gemacht. Aber bei den Horns hast du leider nicht so viel Glück gehabt. Bei den Horns habe ich ein paar Minus gemacht, aber ist auch nicht so schlimm. Dann gehe ich auch noch los. Also daher echt geil. Gutes Pack, wir freuen uns. Genau. Kommt ins FD München, spielst Turniere mit, gewinnst Preise. Zieht gute Karten und verkauft die an unseren Trailer Talk. Genau. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und leidet nicht.